Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Chris 5 oder Chris 10 für Rabattcodes. Jetzt. Danke. So Leute, wir haben Freitag. Es ist sehr schönes Wetter. Nicht? Jetzt fängt es nämlich gerade wieder an mit Regnen. Und wir werden jetzt zur Messe fahren. Opa Zeugs ist im Rucksack. Ihr seht den Krückstock hinten rausgucken, weil ich keinen Bock habe, den zu treffen. Da hinten sitzt der Söri. Die Eddie sitzt hier auch neben mir. Und Angie macht sich gerade noch fertig. Eddie ist schon auf der Messe und die Newy ist auch schon auf der Messe. Die sind heute ja schnell los, zeitig los. Jetzt fängt es echt wieder an mit Regnen. Ne. Jetzt mit der Bahn los und so. Ne. Opa regelt. Und gucken wir mal. Heute muss ich noch ein bisschen Opa-Stuff aufnehmen. Ich habe, wie gesagt, alles im Rucksack dabei. Und dann habe ich noch Termin um 14:30 mit Toplitz Productions für Sengoku Dynasty und Serum und Medieval Dynasty. Genau, habe ich Bock drauf. Und ich halte euch auf dem Laufenden an alle Sengoku-Spezies da draußen. Sag euch Bescheid, ich versuche Infos zu entlocken. So, bis später. Böse, sie guckt. Wie böse, sie guckt. Lass mal ein bisschen kuscheln. Guckt Leute, hier geht die Welt unter, wir dürfen nicht drinnen lang. Aber Hauptsache die Technik bleibt sauber, trocken meine ich. Oh, ich muss ausmachen, es wird nass. Ja Leute, dezent nass. Scheiße. Da kommt er mit Schirm. So ein bisschen, Alter, ich bin komplett durch. So, wir wollten eigentlich nur in irgendeine Halle, jetzt machen die dazu. Also Leute, eins muss man ja sagen, dadurch, dass heute Regen ist, hängen die Leute natürlich drinnen ab und jetzt ist es halt noch voller. Ich will nicht wissen, was das morgen ist, wenn ausverkauft ist. Heute ist ja nicht mal ausverkauft. Junge, Junge.
So Leute, ich bin jetzt vor der Business Area und zwar da oben. Und ich gehe jetzt zu Toplitz Productions und zwar habe den Termin für Sengoku, Medieval und fürs Serum. Ich bin sehr, sehr gespannt und halt euch auf dem Laufenden. So Leute, ich nehme euch jetzt einfach mal mit in die Business Area und zeige euch mal, wie es hier so aussieht. Ich drehe mal die Cam und man kann hier zum Beispiel essen, trinken, man kriegt Kaffee und jeweils die ganzen Publisher, die so am Start sind, die haben auch noch eigene Stände und dort wird man versorgt. Und dann müsst ihr euch vorstellen, jeder Publisher sozusagen oder jede Firma hat halt dann hier ihren eigenen Stand. Meistens so kleine Booths. Da steht dann halt ein PC drin und dann wird eine Präsentation gehalten. Manchmal darf man auch was anzocken. So sieht das hier nämlich aus. Und man hat hier immer diese Nummern. Und ich suche jetzt Toplitz Productions. Die hatten mir ihre Nummer auch mitgeteilt. Aber ich muss gleich nochmal nachgucken. Ich habe es schon wieder vergessen. Aber ich kam relativ zügig durch die, Menschenmassen. Das Wort habe ich gesucht. Da kann man hier teilweise auch Sachen anzocken. Exclusive, extra im Businessbereich, damit man nicht so lange anstehen muss. Ist auch mal ganz angenehm tatsächlich. Aber gucken wir mal, wo sich Toplitz versteckt. Leute, ich habe es gefunden. Es war gar nicht so schwer. Und zwar, pass auf. Ja, guckst du. Gefunden. So, da habe ich gleich Termin. Und bin sehr gespannt, ob ich ein paar Infos entlocken kann. Von Sengoku, von Medieval und von dem neuen Spiel Serum. Bin sehr gespannt. So Leute, ich war jetzt bei Toplitz und habe mich informiert über Serum und über Medieval und über Sengoku Dynasty und ich habe ein paar Infos, aber ich würde sagen, die erzählen wir dann im Stream. Viele Infos nicht, aber es kommt wohl noch ein sehr, sehr geiler Knaller für alle Dynasty-Spiele-Fans. Und ich konnte ein paar Fragen klären. Es wird jetzt einiges an Content noch kommen, also tatsächlich müssen wir nicht so lange warten, was Sengoku angeht. Aber erstmal natürlich an erster Stelle stehen Performance-Probleme für Leute mit niedrig-leveligen und mittel-leveligen Rechnern, nenne ich es jetzt einfach mal. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Die haben viel vor, auch Medieval hat viel vor und Serum sieht eigentlich auch ganz geil aus. Serum ist aber eher ein Story-Vierer-Koop-Game mit Survival-Elementen. Und viel Story tatsächlich. Und ich habe mal kurz reingeguckt, sieht auch sehr nice aus, werden wir auf jeden Fall zocken. Und die wichtigste Nachricht an alle Sengoku-Fans und auch Medieval Dynasty-Fans. Ich darf offiziell verkünden, ich darf immer vor Veröffentlichung von Content euch schon Sachen zeigen. Also bleibt dabei, haltet die Augen offen. Ich werde auch separat Videos zu Sengoku und zu Medieval machen, wenn es neuen Content gibt. Und ja, ich bin jetzt noch im Businessbereich hin. Werde jetzt noch ganz kurz warten, denn ich habe gleich noch einen zweiten Termin. Und dann will ich mich noch in Opa-Schale schmeißen und ein bisschen als Opa über die Komm laufen. Genau, wisst ihr Bescheid. Also, los geht's. So Leute, jetzt gehe ich mal zur Creator Lounge. Die ist extra für YouTuber, Streamer, TikToker, was auch immer. Da können die Creator sich zurückziehen. Dazu muss man hier einmal durch die Business Area. Die besteht, wie gesagt, ja aus solchen Boxen, wo man dann quasi Termine hat und sich mit Publishern austauschen kann, so wie ich das gerade bei Sengoku und so weiter gemacht hat. Jetzt geht's zur Creator Lounge, die ist da hinten und ich würde sagen, let's go! Leute, wir sind hier gerade in der Creator Lounge und haben einen Streaming-Slot bekommen, die Angie und ich. Zeig das mal ganz kurz, ich drehe mal die Kamera, das müsste doch eigentlich funktionieren, du. So, warte.
Da stehen wir. Und hier können wir jetzt streamen. Das ist die Angie. Hier, so sieht das Ding aus. So sieht die Hütte aus. Angie hat sich gerade durchgekämpft. Da sitzen Eddie und Söri und warten auf uns. Und ja, generell hier ist die Streaming Area und die Creator Lounge. Da kann man da hinten sich zu trinken holen und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr hört mich richtig. Ich habe die Mikrofone jetzt nicht dran. Hier treffen sich so die YouTuber, Streamer, TikToker und so weiter. Und wir sind jetzt dran hier mit Streamerinoen. Ich würde sagen, wir legen los. Go! Also Söri hat kein Creator-Ticket und wir sind hier in der Creator Lounge, wo man nur mit Creator-Ticket hin darf. Wir sind hier zur Info gekommen und vor uns sozusagen waren einmal eine Gruppe TikToker, die hatten selbst gedruckte Tickets. Das musst du ja mal reinziehen. Ja. So richtig billig. Ja. Halt auch hier an dem Ding hängen und dann halt aber selbst ausgedruckt. Und hallo Sunny. Dann war noch, was war das andere? Ach, das andere war, sag mal, wir sind jetzt zu dritt. Ja. Du gehst schon mal rein. Ja. Oder wir gehen beide rein. Du gibst mir dein Ticket. Und wirklich, sie gibt mir ihr Ticket. Ich gehe raus und gebe Söri dann dein Ticket mit einem Frauennamen. Ah. Und dann kommt er hier an mit seiner Freundin und da steht aber ein Männername auf ihrem Ticket. Ja, wir sind eine Crew und einer konnte nicht und so. Und dann hat die auch gesagt, da kann ja jetzt jeder kommen mit den Tickets und so weiter. Deswegen, als ich nämlich reingegangen bin gerade, ich habe da halt nur das Ding gezeigt und dann war so, nee, zeig auch nochmal das andere. Dann musste ich auch noch das entsprechend andere Gamescom-Ticket dazu zeigen, weil das gilt nur für die Creator-Dings hier für die Lounge. Und das ist extra für die Gamescom. Ja, und dann habe ich halt gesagt, dann war sie dann fertig und war schon so, weil die haben auch Polizei gerufen wegen den gefakten Tickets tatsächlich. Ja, und Urkundenfälschung. Und dann kam sie zu uns, was kann ich denn für euch tun? Und ich so, ganz ehrlich, wir sind offen und ehrlich von Anfang an. Ja. Ich habe gleich einen Streaming-Slot, kann da mit rein, ich nehme ihn nach 2 Stunden auch wieder mit raus. Und da hat sie gesagt so, ja komm, Ehrlichkeit wert am längsten, kommt mit rein. Ja, voll gut. Aber ich stelle kein so ein Ding aus, hat sie gesagt. So, wenn er dann raus ist, ist er raus. Ja. Hä, hey, aber ganz ehrlich, vielleicht hast du auch einfach nur Glück gehabt, dass vorher die ganze Scheiße passiert ist und du dann ehrlich warst. Wer weiß, vielleicht hätte es sonst nicht geklappt. Mega gut, ey. So Leute, das hier ist die berühmte Halle 8 und hier ist zum Beispiel der Maxi. Ich laufe jetzt einfach mal, ich überrasche jetzt einfach alle. Das ist die Angie. Hallo! So, hier ist der Lachsmann. Guck mal, da ist der Lachsmann. Hey! So, ich guck gerade mal, wie man hier alles einfach mal so snipen kann. So, hier ist der Edo. Guck mal. Die berühmte Hinterhalle 8. Das ist der Herzis. Hallo! Ja, warte, warte, wen habe ich noch nicht? Hier ist der G. Hi! Nö, das kommt einfach alles ins Video. Guck mal, hier ist der Titus. Hallo! Hier ist der Nirvi. Ja, okay, ey. Suki darf man nicht. Habe ich auch irgendwen übersehen? Ich glaube nicht. Na, ich wollte nur den Leuten mal zeigen, die berühmte Halle 8. Das ist die große Abgabe. Ja. Mit dem Opa. Mit dem sehr vertrauenswürdig. Ja, ich bin sehr, sehr vertrauenswürdig auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich habe alle, die gerade hier sind. Ja, habt ihr das mal gesehen, Leute? Okay, Leute. Dann kommen wir zum Ende der 3 Vlogs für die Gamescom 2023. Es würde mich natürlich mega freuen, wenn ihr unter jedem Video einen Daumen da lasst und vielleicht einen Kommentar schreibt, was euch im Video am besten gefallen hat. Gerade teste ich mich ja so ein bisschen aus mit der ganzen Technik und Schnitt und sonstiges. Denn nächstes Jahr im Februar geht's ja auf Weltreise. Sind nur noch 5 Monate, ich habe noch so viel zu erledigen, das ist der Wahnsinn. Aber ich freue mich wahnsinnig auf die Weltreise und da wird es natürlich auch weitere Vlogs geben. Nächste Woche kommt erstmal der nächste Vlog und zwar sind die liebe Angie und ich bei dem MPS gewesen, dem mittelalterlichen Fantasy-Spektakulum. Und da habe ich natürlich auch einen kleinen Vlog gemacht. Und ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Vlogs findet, ob ihr Bock auf Vlogs habt. Denn wie gesagt, nächstes Jahr im Februar geht's auf Weltreise. Und da möchte ich euch natürlich auch mitnehmen, Vlogs aufnehmen. Hier und da ein Livestream. Einmal um die Welt. Das wird auf jeden Fall richtig verrückt. Genau. An der Stelle nochmal ein fettes, fettes Dankeschön an jeden, der die geile Zeit bei der Gamescom ermöglicht hat. An jeden, auf den ich getroffen bin, mit dem ich eine coole Zeit hatte, mit dem ich coole Gespräche hatte. Vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich jetzt schon wieder aufs nächste Jahr Gamescom. Werd auf jeden Fall am Start sein. Vielleicht kriegen wir es dieses Jahr ja mal hin, also beziehungsweise nächstes Jahr, also 24. Das Datum steht ja schon fest. Vielleicht kriegen wir es mal hin, dass der ein oder andere von euch auch dorthin kommt und wir uns mal treffen können. Würde mich auf jeden Fall freuen.
Denn dieses Jahr habe ich von vielen gehört, ja, nee, ich warte erst mal ab, jetzt so das erste Jahr nach Corona und so. Aber ich kann euch sagen, Gamescom ist wieder auf einem guten Weg. Es wird wieder größer, es gibt mehr zu sehen. Und ja, es sind mega viele Streamer vor allem da und YouTuber. Also ihr trefft auf jeden Fall auch eure Lieblings-YouTuber und Streamer. Von daher, ja, würde es mich freuen, wenn wir uns nächstes Jahr vielleicht auf der Gamescom sehen. Wieder im August und dann eine Runde quatschen. Und ich werde auf jeden Fall wieder als Opa über die Gamescom rennen. Das habe ich mir vorgenommen. Das hat so Spaß gemacht. Aber nun ja, lang genug gequatscht. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt alle drei Teile gesehen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, sind die hier eingeblendet. Schaut doch mal vorbei. Und das war meine Gamescom 2023. Vielen Dank fürs Zusehen. Däumchen nicht vergessen. Und bis zum nächsten Video.